Ja, Muss. Ich hätte eine Frage. Womit kann ich dir helfen? Der Endgegner. Ah, wer ist der Endgegner? Man munkelt, der letzte Endgegner wäre jemand namens Sharkno. Sehr interessant. Weiß jemand genaueres? Was ist mit der Flasche? In der Flasche ist Abführmittel. Wofür brauchst du Abführmittel? Keine Ahnung. Hier, nimm es mit. Du kannst es bestimmt irgendwie gebrauchen. Ich wollte nur meine Flasche von Abführmittel haben. Kann ich verstehen. Wer ist der Endgegner? Kannst du einen guten Witz? Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Na? Sag schon. Ein Kaktus! Der war echt schissen. Der war gut, oder? Hier, nimm. Okay, danke. Ich habe keine Fragen mehr. Ich hatte schon von Anfang an keine Fragen, ganz ehrlich. Ich wollte fragen, ob wir die Flasche haben können, aber... Ja, echt mal. Ein Kaktus! Ich glaube, diesen bescheuerten Witz brauchen wir nachher noch. Man muss sagen, ich glaube, er hat den Schlüssel vergessen, versucht es rauszubringen mit den Fingern. Soll ich ihn mal fragen, warum er so lange braucht? Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal einen Brief schicken. Wer weiß. Verdammt, ich hab meine Hand im Briefkasten angeklemmt! Noch besser als was ich dachte. Aber echt mal! Vielleicht hätte er sie angeklemmt, während er versucht hat, den Brief rauszukriegen. Ja, irgendwie muss er sie eingeklemmt haben, oder? Ja. Okay, gib ihm sein Getränk. Ah, oh, trinken! Hier ist was Leckeres. Ah, oh, danke, Uga. Ah, oh, hier, Rest zurück. Oh, Gott sei Dank. Oh, es drückt. Boah! Tschüss. Bye. Prima. Der ist beschäftigt. Die Tür ist verschlossen. Damn. Warte, das sollte... For real? Weg. Uga. Immer noch Durst. Hm. So klappt das nicht. Oh, trinken. Hier ist was Leckeres. Ja. Danke, Uga. Mal gucken, ob wir ihn einsperren können oder so. Ihr Rest zurück. Ja, komm, bitte weniger warten. Es drückt. Oh. Prima. Der ist beschäftigt. Statue dies, Statue das. Ich kann hier irgendwie was machen. So. Du schaffst es! Du schaffst es! Du schaffst es! Ich habe jetzt gehofft, ich kann ihn so lange auf den Nerv gehen, bis er aufgibt. Nö. Na, und jetzt? Jetzt explodiert er wieder. Er explodiert nicht, er legt nur ein ziemlich großes Ei. So heftig, dass es die Grundmauern des Turmes erschüttert. Ich glaube, er explodiert eher. Nein, ich glaube, meine Idee ist realistischer. Ja, realistisch ist keine von beiden Ideen. Uga! Immer noch Durst! Hm, so klappt das nicht. Kannst du aufs Klo gehen und dann Kaktus hin tun? Keine Ahnung. So, Moment. Wie war das mit den Kaktus? Grün und sitzt auf dem Klo? Das ist genial. Halt gesagt. Okay. Das bringt uns jetzt was? Keine Ahnung, was es jetzt bringen soll. Er setzt sich drauf. Ich hab keine Ahnung. Uga, trinken. Hier ist was Leckeres. Hä? Dass dir das überhaupt nicht auffällt, dass er jetzt mal aufs Klo rennen muss, wenn du. Danke, Uga. Oh, oh, oh. Nom, nom, nom. Lecker. Hier, rett zurück. Ja. Oh, es drückt. Oh! Okay. Ah, scheiße, verdammt. Kackenhuren-Kaktus. Scheiße, Alter.
Das sagt man nicht. Oh Gott! Ah! Das zieht sich durch das ganze Spiel! Yes! What the fuck? Logisch, als das Spiel geht's doch gar nicht, oder? Keine Wirkung. Ja, warum auch? Töte alle untoten Gegner, dein neuer Weg wird sich auch tun. Töte alle untoten. Keine Wirkung. Keine Ahnung, ob sie scheinen stehen zu bleiben, sobald ich sie habe. Oder ist es nur der eine da oben? Ist nur der eine. Ja, Geh einfach mal den Weg nach oben. Das sehe ich jetzt auch gerade. Check mal erstmal, was hier ist. Der ultimative Frage-Beantwortungs-Computer. Also frage ich mal. Was ist der Sinn des Lebens? Die Antwort auf alle Fragen ist 9 und... Fick dich! Oder war es 47? Boah, ist das Ding schlecht. Wer ist hier der Chef? Enter Security Code 8. Nächste Frage. Ich kann nur Tote töten. Nimm den goldenen Schlüssel und gehe damit zurück in den Wald. Leck mich dort wirst du eine heilige Waffe finden. In den Wald? Och nö. Tschüss. Error, Befehl unbekannt. Na dann zurück in den Wald. Leck mich doch am Arsch. Backtracking. Wow. Das sagt doch nichts. Oh mein Gott. Janine, ich schlag dich gleich. Ob das nochmal vorkommt? Ich hoffe, wahrscheinlich gegen den letzten Endboss. Ja, wahrscheinlich. Also ich werde dich töten. Das sagt man nicht. Nein! Komm, das brauchst du deinen Schuh. Nein! Hilfe! Halt nicht, Vulkan! Sorry, wir waren so bei Vulkan. Der Vulkan! Ah! Das tut weh! Okay. Mein Kopf! Oh Mann. Oh. Gut, gut. Zumindest ist die Map klein. Echt klein. Eine Truhe! Mal sehen, was drin ist. Dasselbe wie da oben? Ja, wahrscheinlich. Diesmal mache ich das Geräusch nicht. Ein heiliges Schwert! Aha! Jetzt kann ich Untote töten. Und so. Und jetzt dürfen wir jetzt wieder zurücklatschen. Ja, jetzt dürfen wir wieder zurücklatschen. Aber dann haben wir es endlich hinter uns. Kurz vom Ende zurück, Gegner muss nochmal zurücklatschen. Wahrscheinlich. Das ist so wohl das ganze Spiel. Aber lustig. Have you ever wondered where holidays come from? And if you haven't, I say time you began. Ich kann den Film besser auf Englisch als auf Deutsch. Ja. Aber er hat ja auch auf Englisch so einen tollen Klang. Auf Deutsch übrigens auch, aber... Aber auf Englisch. Auf Englisch natürlich noch geiler, aber... Komm, auf Deutsch, auf Englisch, wenn man es halt vergleicht. Englisch sind halt die wieder auch die... Das Blut ist wieder so schlecht. Es macht kaum Spaß damit, was zu töten, wenn die jetzt so scheiße aussieht. Okay, alle untoten Gegner sind tot, darf ich jetzt weiter? Oh, nice. Die Treppe sieht ziemlich hässlich aus an der Stelle, aber egal. Okay, wir haben es fast hinter uns. Diese Treppe führt zum... Jetzt rette ich die Welt! Oh yeah. Das ist so awesome. Ich hasse diese Lampe. Ich hasse so etwas! Hat bestimmt lange gedauert zu mappen. Das sagt man nicht! Oh mein Gott, du hast recht! Ja! Was sollte das darstellen? Tag, der vorbeigeht? Wahrscheinlich, oder? Jetzt haben wir schon wieder Sommer. Was war denn das lila ne Herbst? Das lila ne war dein Drogenfleisch in der Kindheit. Ach so, unser ganzes Leben! Ja, unser ganzes Leben zieht an uns vorbei, weißt du? Und hier war so Lieder, das war so meine alte Disco-Zeit, weißt du? Dann war ich mal eine Weile lang nüchtern. Meine Fresse, was ist das für eine Treppe? Das freu mich auch. Ja, wie du siehst, hier sind wir gerade nüchtern. Da war wieder so Drogenflecht so eine Nacht. Und danach war da dieser scheiß heiße Sommer, wo man halt gestorben ist.
Und dann ist man immer ins kühle Wasser gesprungen, dafür steht das gerade. Und dann hat man sich während des Wassers zubesoffen und dann war alles grün. Ich bemerke schon richtig, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Ja, und das war übrigens da, wo ich gedacht habe, ich wäre tot, aber ich habe immer zu viel Drogen genommen. Das war dann später, das war der Horrorfleisch. Ich wollte bei sagen, Marihuana. Das war das, wo Gengar zwischendurch mein Einsatz geschlafen hat. Nein, das war so die Zeit, wo ich mich mit den Slenderman auseinandergesetzt habe. Das zweite, weil das war so gerade nach oben. Du gibst noch immer nicht auf, sieh es ein, diese Treppe ist unendlich. Leck mich am Arsch, kann sie gar was? Nicht. Was? Wer spricht da? Die ist nur so lange, wie meine Drogen vielleicht anhalten. Dein schlimmster Albtraum, Mushu, gib auf! Hi, Asuka. Ja, sorry. Schon mehrfach, glaube ich. Aber der hatte wie die Lache. Hörst du sie schreien, die armen Menschen? Ich bin schon wieder ein Geist, verdammte Hast Scheiße. Hast du irgendjemanden schreien gehört? Nein, ich hab nichts gehört. Ich hab vorhin eine Lache gehört, aber mehr auch nicht. Mir egal, ich hau dich kaputt. Haben wir wieder. Nein, das ist die Abraxas-Lache. Ich bin Abraxas! La 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 la. Wann ist diese verdammte Treppe endlich zu Ende? Du willst dich also wirklich stellen. Du hast wirklich Mumm genug? Klar! Ich bin ja auch ein Held! Aha! Nun gut! Armer Irrer! Bis gleich! Noch mehr Lache! Ab jetzt bald! Ein paar Stuhl neben uns hochgefahren! Soll die Sau wahrscheinlich erwarten? Hab ich auch keinem gedacht! Hi, was machst du hier? So! Ende! For real. Denke, hätte ich mir leichter vorgestellt. Was ist denn das für ein Buch? Ich lese es, lese es einfach mal so laut. Oh Mann! Kann ja nichts passieren! Auferstehibus, böser Ribus, Machum, Satanicum, Sachum, Tötus, Menschheit est. Lustige Sprache. Wer ist unser Robert? Wer lacht da? Das haben die doch keinem überlegt. Ich bin Lothar! Ihr dacht, ich bin König. Herzogkönig Lord Shumi oder so. HKL Shumi, ja, Herzogkönig Lord Shumi. Aber original hieß er doch Wotan im Trinity. Shumi war ja noch im Drachenauge. Jetzt mal ernsthaft, informier dich doch mal. Tut mir leid, ich geh mich jetzt informieren. So viel später, dass ich den alten Erzähler so langweilig wurde und wir einen neuen anheuern mussten. Bist du wieder zurück, Shumi? Ja. Nein. So viel später, dass wir schon wieder einen neuen anheuern mussten, aber genau dieselbe Stimme hatte. Oh mein Gott. Wer bist du denn? Ich muss dir danken. Du hast es geschafft, was dieser Trottel nicht geschafft hat. Ist doch egal. Ich glaube, er konnte gar nicht lesen. Ach egal, du hast mich beschworen. Jahrzehntelang war meine Asche in dieser Phase eingesperrt. Doch dank des Buches der Toten kann ich wiederbelebt werden. Ah! Aber wenn du vorher angekreuzt bist, du kannst nur schreiben, aber nicht lesen. Ob du es dann trotzdem wollen, wenn es kann? Das ist doch seine Frage. Aber ich werde das Spiel nicht nochmal spielen. Schade. Konnte ich wiederbelebt werden. Jedenfalls nicht Let's Play. Also, falls ihr da draußen wissen wollt, ob es mehr noch mehr Ending gibt. Spielt das Spiel selber. Wer bist du denn? Erinnerst du dich nicht? Wir haben schon gesprochen. Auf der Treppe. Ja, richtig. Du warst doch in der Vase. Ich bin der Bösewicht. Ich kann das trotzdem. Ja, lol. Ah. Logik. Woher recht hat er recht? Danke, dass du mich befreit hast. Endlich kann ich die Welt wieder versklaven. Geht nicht. Ja, okay. Ja, das ist... Könntest du aufhören zu lachen? Meine Güte. Jetzt bin ich echt ein echter Held. Ende. Gott. Komm, wir setzen den Tee drüber über das D. Tende? Ente. Was D? Ente, achso. Moment mal, wofür habe ich eigentlich am Anfang so viele Fragen beantwortet? Hat das jetzt irgendwie das Spiel beeinflusst? Oh, und was ist eigentlich mit all den anderen Personen passiert? Gute Frage! Ja, das wüsste ich auch gerne. Der König gründete eine Tanzgruppe und er ging mit seiner Leibgarde auf Weltturnier. Unter dem Namen König K, sonst hat der...
Soast and the Rhythm Soldiers. Okay. Die Prinzessin heiratete irgendeinen 0-15 Prinzen, den sie gar nicht liebte und beging nach 3 Ehejahren Selbstmord. Okay, das macht Sinn. Der Postbote gründete ein... Der Unterhosentief gründete ein erfolgreiches Postunternehmen, das erst durch die Erfindung des Computers und den E-Mails zugrunde ging. Danach machte er sich zum professionellen Unterhosentief und wurde berühmt. Unter dem Namen, wie hieß nochmal der Mönch aus Inuyasha? Keine Ahnung, wie der hieß. Egal. Mir fällt gerade auch der aus Ranma nicht ein. Wie hieß denn der alte Sack in Dragon Ball Z? Das kann ich doch noch weniger. Ach, verdammt, warum kennen wir all die Namen der Perversen nicht? Das Schwein führte eine Brückenmaut ein und wurde im wahrsten Sinne des Wortes schweinereich. Das Pferd wurde allmählich im Magen des Schweines zersetzt, bis es irgendwann als Kothaufen wieder ausgeschieden wurde. Okay. Die lustige Krokofahrt e.V. musste ihre Geschäfte schließen, nachdem ihr Vorzeigekrokodil starb, weil es ein Manuskript für ein Drehbuch gefressen hatte. Das arme Das Ende ignoriere ich jetzt. Na wobei, die netten Tierchen bleiben ja verhalten, die Kleinen. Der Wächter trat eine Security-Firma bei und sagte nie wieder ein schlimmes Wort. Er ist gut. Der Geist gründete nach dem Tod von Asgard, dem Vampir, eine Geisterdisco in den Tiefen des Vulkangebirges. König K, Soast and the Rhythm Soldiers traten insgesamt 6 Mal dort auf. Durch die Schließung der lustigen Krokofahrten e.V. versiegte der Touristenansturm auf die Schatzhöhle des Seefahrergeistes, die ohnehin nur ohne Schatz war. Dem Geist wurde sein Dasein am Wasserfall zu langweilig und er ging zur nun überall bekannten Geisterdisco. Geil. Mario fand einen Pilz, durch den er zu Super Mario wurde und kämpfte sein ganz restliches Leben gegen einen mutierten Schildkröten namens Bowser. Aber das schreibt es ungefähr. Oh. Ash wurde Pokémon. Ja. Klar. Ash. Wir reden hier von Ash, nicht von Red. Ash wird niemals irgendwas schaffen. Ash ist ein kleines, weinendes Baby, das nichts hinkriegt. Ash änderte seinen Namen auf Red, ließ seinen Charakter vollkommen ändern und wurde endlich Pokémon-Meister. Ja! Der Maskenmann starb irgendwo alleine, ohne Freunde, Familien oder sonstige Angehörige unter einer Brücke an Herzversagen. Oh. Es ist schon traurig, dem machte wirklich kein Schwein. Den habe ich auch niemals wirklich irgendwo gesehen. Selbst der Iron Twister sah besser aus. Und der Iron Twister war das wohl schrottigste Wesen der Welt. Der RPG-Welt. Kenny stand wieder von den Toten auf und wurde durch die Doku-Soap South Park mit... Doku-Soap? Okay. Der Reporter schrieb ein Drehbuch für eine Verfilmung dieses Spiels. Leider wurde es von einem Krokodil gefressen. Der Reporter nimmt sich das Leben. Wie geil! Die Zusammenhänge sind super! Alex wurde wieder der Held, wieder Abenteuer, nachdem die lustige Krokofahrt e.V. ihren Betrieb schließen musste. Dem Wächter am Turm musste die Hand amputiert werden, nachdem er seine Hand nicht mehr aus dem Briefkasten bekam. Er arbeitete voll als einarmiger Bandit. Ist das schlecht? Ja. Der Typ aus dem Turm verblutete auf dem Klo, nachdem der Kaktus alle seine Hämorrhoiden zerstach und einen Wall an Eiter und Blut freisetzte. Oh Gott, das ist ja eklig. Und der Held, der zog hinaus in die Welt, um noch größere Abenteuer zu bestehen. Oder so in der Richtung. Ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ach, das war der. Ich hoffe, das Spiel hat ein wenig Spaß gemacht. Vielleicht gibt's ja einen zweiten Teil. Weiß nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe dafür! Nein. An euch verblöden! Das Buch der Toten hält der Retter. Der Christian Müller hat's gemacht. Und zwar mit dem RPG Maker 2000. Und dank VEOC gibt's auch ein... Irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was es gibt. Ihr könnt pausieren und es nachgucken. So, das war dann wohl das Ente. Ente! Ja. Ja. Das war super. Soll ich eine Bewertung dazu abgeben? Das Spiel war super mega toll. Wir werden es nie wieder spielen. Das Spiel ist so unfassbar toll, dass ich jetzt im RPG Maker nachgucken werde, ob es noch ein anderes Ende gibt, dieses durchlesen und es dann auch von meinem PC löschen und nie wieder irgendwo finden. Soll ich dir den Link schicken? Nein. Ich möchte den Link posten? Nein. doch, das kommt in die Beschreibung, gebe ich ganz ehrlich zu. Okay. Wobei mir gerade einfällt, ich glaube, ich habe gar nicht von Dings die Beschreibung. Na, wobei, man kann ja Dings gar nicht mehr downloaden. Kriegt man nur auf der Screen von. Okay. Egal. Ich wünsche euch noch viel Spaß. So blöd, ich hatte es irgendwo.
Yay. Au, das tut wirklich weh. Dich möchte ich so schnell nicht mehr mit irgendeinem neuen Projekt bei mir sehen. Euch möchte ich beim nächsten Projekt sehen. Und ich werde jetzt weiter PSP spielen, bis ich endlich der Meister der Monster bin. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Willst du noch was sagen? Nein. Okay, bye. See you next mission und so, yo.